Hallo, hallo, Freunde, chinesische, Quatsch, mobiler Kaffeemaschine. Es geht heute mal nicht um ein chinesisches Smartphone, sondern um eine Kaffeemaschine, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine Espresso-Maschine von Cisno. Cisno? Ihr seht ja die Marke namentlich vorne auf den Karton prangern. Mir wurde das Gerät vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Testen eben, und das schauen wir uns heute mal näher an. Ihr findet, wie immer in der Videobeschreibung, einen Kauflink, und zwar hier zu Amazon Deutschland. So viel dazu. Und nun kochen wir erstmal ein bisschen Kaffee, beziehungsweise Espresso. Viel Spaß. Diese Espressomaschine funktioniert nur mit Nespresso-Kapseln. Die sind jetzt hier auch im Lieferumfang nicht dabei. Und Nespresso hat an sich auch mit dieser kleinen Espressomaschine hier nichts zu tun. Ist einfach nur, dass eben das Ganze hier mit entsprechenden Kapseln von Nespresso funktioniert. Macht das Ganze natürlich auch unterwegs ein bisschen einfacher. Ja, man möchte sich auch eine möglichst schnelle und einfache Art hier eben auch mobil bzw. unterwegs ein Käffchen machen können. Hier steht 15 Bar Druck. Das ist unglaublich. Muss ich sagen, für so ein kleines Maschinchen, das zeige ich euch ja auch gleich noch aus der Nähe. Hier steht noch so ein bisschen kurz, wie es funktioniert. CE-Zeichen haben wir hier mit dabei. Es ist effizient und praktisch, es ist kompakt und es ist travel-friendly, reisefreundlich. Automatische Pumpe, dürfte klar sein, also da ist keine Leier. Oder wiki, bis man 15 Bar aufgebaut hat, das kann ein bisschen dauern. Two Charging Methods, ja. Das, also man kann es auf zwei unterschiedliche Wege halt laden, um hier mal den Knoten platzen zu lassen, entweder über Kfz, also über ein Autoladegerät oder halt ganz normal eine Steckdose. All-in-one Solution. Ja, es ist halt, ne, alles in einem. Also Schuhanzieher, Kaffeekocher, Rechtsberater, ne, auch Anlegeberater, was man eben alles von einer mobilen Kaffeemaschine so erwartet. Ja, die Bedienung ist aber wirklich denkbar einfach. Ronny von Nutzheffen.de hatte ja, so viel ich weiß, oder wie ich das mitbekommen hatte, auch eine mobile Espressomaschine vorgestellt. Aber ich glaube, seine konnte nicht kochen. Das ist das Besondere an meiner. Die kann nämlich auch das Wasser kochen. Ansonsten braucht man unterwegs auch irgendwie kochendes Wasser. Das ist nicht so einfach. Kurz den Mund nehmen und wir dann hier reinspucken. Das wird nicht funktionieren. Man kann aber auch gekochtes Wasser hier reinkippen. Davon abgesehen, das Ding arbeitet praktisch in zwei Modi. Das steht hier auch irgendwo. Hier sind nochmal ein paar technische Daten. Im Übrigen, ja, das ist der Espresso. 50 Milliliter. Da kriegt man ja jetzt, also wer hier jetzt glaubt, da kriegt man ja jetzt so ein XXL-Kaffeekappe raus aus dem Ding. Der irrt hier total. Denn das Ganze läuft natürlich hier auf. Akkubetrieb dürfte klar sein, und Wasser erhitzen, überhaupt erhitzen, etwas erhitzen oder etwas abkühlen, das braucht immer unglaublich viel Energie. Die Kapazität halt des Wassers ist natürlich auch dann ungefähr im Abzug natürlich verdampft ein bisschen was dann auch rauskommt, aber das zeige ich euch ja auch gleich. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, und wenn mein Tisch hier eh ein bisschen zu klein ist, sparen wir jetzt auch hier uns so ein großes Auspackritual. Also ja, das ist es. Dann noch eine Gebrauchsanweisung, Kfz-Ladegerät, Garantiekarte und normales Ladegerät. Die Kapseln, die habe ich jetzt dann extra gekauft. Wie schon erwähnt, funktioniert die Maschine nur mit den Espresso-Kapseln, vorzugsweise mit originalen Kapseln. Es gibt aber, glaube ich, auch adäquate, also Nachbauten, die funktionieren. Aber ich bin jetzt auf Nummer sicher gegangen, habe gleich original geholt, hier auch noch einen Vanillekaffee. Ja, ich habe zugegebenermaßen, also weil ich natürlich ein Sparfuchs bin, auch erstmal eben nicht originale Kapseln bestellt. Und ja, die haben natürlich da nicht gepasst. Ja, das kommt davon, da wollte ich sparen, habe jetzt letztendlich das Doppelte bezahlt, aber genug sich hier beschwert. Ich denke mal, hier muss ich nicht viel erklären. Ladegerät, Kfz und ein bisschen Geschriebsel. Uns interessiert hier eigentlich nur die Kaffeemaschine, Espressomaschine, die ist hier eigentlich schon zusammengebaut und komplett. Hier ein kleiner Warnhinweis allerdings. Ich habe zum Glück das auch vorher nachgelesen, bevor ich angefangen habe, das Gerät zu laden. Denn ja, wir haben einen Akku, das habe ich ja hier schon erwähnt. Hier kann man den Akkudeckel verriegeln, entriegeln. Wir entriegeln den jetzt mal, machen hier auf. Und haben ja auch schon den Akku. Den kann man rausnehmen. Und der ist dann hier über Nullklinke-Stecker halt angesteckt. Ja? Das heißt, wir können ihn einfach abmachen. So, jetzt könnte man natürlich noch denken, oho, dann bin ich clever und lade das jetzt hier direkt. Ist genau der gleiche Stecker. Passt sogar auch, hätten sie ja eigentlich unterschiedlich machen können. Gibt es ja genügend Stärken, aber egal. Sollte man aber auf jeden Fall nicht machen, habe ich gelesen. Also, wir lassen das hier mal schön angestöpselt. Können natürlich zum Beispiel für den Transporter, wenn man die länger nicht verwendet, einfach hier abstecken. Und den Akku dann einfach hier drin lassen, aber halt eben nicht angesteckt, ne, damit dann der Akku auch nicht entlädt. Also, wenn wir das Gerät laden wollen, hier schön brav reinstöpseln, eben entweder über die Steckdose oder entweder über das Kfz-Ladegerät. Und dann laden wir den Akku maximal 2,5 Stunden. Das stand ja auf dem Karton, und währenddessen auch nicht.
die Maschine verwenden, denn es läuft trotzdem über einen Akku, auch wenn wir am Netz angeschlossen sind. Und das ist nicht so gut für den Akku, also hier bitte darauf achten. Nur laden, abziehen, das Ding verwenden auf Akkubetrieb und wenn der Akku leer ist, auch wieder direkt am Gerät laden, nicht direkt an den Akku anschließen und nicht das Ding am Netzbetrieb verwenden. Das auch irgendwie sinnlos wäre, gut, außer vielleicht im Auto. Also, zack, drauf, wieder schön verriegeln und es kann losgehen. Mehr oder weniger, wir müssen das Ding hier natürlich noch beladen, einmal mit Wasser und einmal mit Kaffee. Wie funktioniert das? Wir können unten und oben aufschrauben, das macht Sinn. Hier oben, da kommt das Wasser rein. Ich hoffe, dass mein Autofokus die ganze Zeit das jetzt nicht verbockt. Oh, das sieht ganz gut aus. Hier kommt das Wasser rein. Ja, hier sieht man auch so ein kleines Heizelement. Hier ist die Kante, ist auch gleichzeitig die Oberkante. Bis dahin machen wir halt Wasser rein. Ich habe ein Video gesehen, es würde wohl auch funktionieren, wenn man das komplett voll macht. Aber ich habe keine Lust auf Sauerei. Und ganz ehrlich, ich mache French Press und unterwegs. Na doch, wäre ich viel unterwegs, bin ich ja nicht. Ich bin ja viel im Studio. Dann könnte ich mir so ein Ding eigentlich auch vorstellen. Ja, ich trinke auch jeden Tag Kaffee, bin ich ehrlich, aber in einem guten. Und wir schrauben hier oben mal auf. Halleluja, das ist hier gleichzeitig unser Trinkbecher. Ja, da sieht man auch, ne? Das ist noch schwarz vom Kaffee. Ach, ich mache nur Witze. Und hier kommt der Kaffee dann raus, gepresst, ja. Das können wir aber auch nochmal aufschrauben. Und das Ding hat richtig Gewicht, weil hier natürlich entsprechender Druck herrscht. Oh Mann, ich bin ja eine Sau. Ich habe das Ding gar nicht rausgenommen. Ich bin es auch nicht gewohnt, Kapseln zu benutzen. Ja, ihr seht also, ich habe es schon getestet. Natürlich habe ich es getestet, damit jetzt hier auch nicht irgendwas Unerwartetes passiert. Allerdings habe ich gekochtes Wasser verwendet heute. Verwenden wir ungekochtes Wasser. Soll wohl um die 10 Minuten ungefähr dauern, bis er das halt gekocht hat. Also, beziehungsweise bis das Wasser erhitzt wurde. Hier also einfach reinschmeißen. Kurz sanft anpressen und nun den Deckel draufschrauben. Das ist halt der Punkt, weil das muss auch richtig einrasten. Ja, einrasten. Und das war bei meinen anderen Kapseln nicht der Fall. Die anderen Kapseln waren also Mikrometer höher gewesen und schon konnte dieser Verschluss nicht mehr verriegeln. Das wollte ich mir nicht antun, weil immerhin da Wasser mit 15 Bar Druck durchgepresst wird und der ein oder andere Physiker unter euch, der weiß, 15 Bar, das ist nicht wenig. Und da habe ich keine Lust, dass es mir dann hier das gesamte Aufbau hier dann weghebelt und zum Schluss dann, keine Ahnung, dass dann überall alles voller Halt, voller Kaffee ist. Also Originalkapseln passen perfekt. Und jetzt den Deckel hier auch wieder drauf. Und das Ding umgedreht. Nun brauchen wir noch Wasser. Da habe ich jetzt hier mal schon was vorbereitet. Habe ich eigentlich nicht, ich habe es gerade geholt, aber ich brauche die Kamera nur kurz auszumachen. Ihr seht einen kurzen Schnitt und schon sieht alles nahtlos aus. Hier oben aufgeschraubt, das Wasser nun hier reingekippt. So, es wird auf jeden Fall daneben auch ein nicht wasserdichtes Smartphone legen, was, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, mit Sicherheit auch kaputt geht. Dann macht ihr alles so wie ich. Richtig. Aber ihr seht gerade, ich habe die Oberkante noch nicht so ganz. Also, schwupps. Und jetzt sieht es da ganz gut aus. Ihr seht hier, beziehungsweise was ihr eigentlich nicht seht, das ist im Moment ausschlaggebend, ein Dichtungsring. Den seht ihr nicht. Das heißt, wir sollten, wenn wir Wasser eingefüllt haben, das Ding hier auch aufrecht stehen lassen und nicht umdrehen oder schütteln oder, was weiß ich, Freunde damit bewerfen, denn das wird dann wahrscheinlich, das Wasser wird da rauskommen. Wasser drinne, Kapsel drinne, den Akku habe ich auch geladen. 2 Sekunden jetzt hier, also wir haben nur eine Taste, um das Gerät zu bedienen, ja, also mit Programmieren ist ja nicht viel. 2 Sekunden gedrückt halten und der fängt halt an, das Wasser zu kochen und brüht danach den Kaffee auf. 5 Sekunden jetzt gedrückt halten und er würde sofort anfangen mit Brühen. Ist natürlich Blödsinn, dafür bräuchte ich bereits gekochtes Wasser. Also drücken wir 2 Sekunden, bis er einmal piept. Oh, und hier, das wollte ich noch vorbereiten, da soll jetzt hier nämlich die Zeit messen. Jetzt bin ich aber in der Wetter-App und das ist Blödsinn. So, jetzt habe ich auch eine Stoppuhr gefunden und 2 Sekunden. So, es hat gepiept. Und jetzt, wie pulsiert jetzt hier das Licht? Das seht ihr, es gibt hell und dunkel. Und hier oben die 3 Balken sagen uns, dass der Akku voll ist. Beim Laden, dann blinkern dann entsprechend halt 1 Balken, wenn halt noch ein übrig hat und dann halt, oh, sowas Blödes. Okay, er rechnet nachher, wenn er mit dem Kaffee fertig ist, nach 10 Sekunden drauf. Und ja, was mache ich denn jetzt? Entweder ich quatsche euch jetzt 10 Minuten dann sicher am Band zu mit irgendwas, aber ich glaube, ich werde das nachher dann einfach rausschneiden oder so. Ja, es geht los. Jetzt drückt er das Wasser. Ich habe mich gerade voll gepackt hier, weil mein Boden so glatt ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Tja,
Also knapp über 10 Minuten hat es gedauert, bis der das Wasser halt fertig gekocht hat. Und ich habe kaltes Wasser genommen, man kann ja auch, weiß ich, warmes Wasser nehmen oder eben heißes. Dann kocht er entsprechend kürzer. Ich hatte letztes Mal stark angewärmtes Wasser genommen und da hat er 5 Minuten ungefähr gebraucht. So, ihr seid bestimmt schon total gespannt. Ihr seht, jetzt leuchtet es grün. Außerdem hat er hier einen Balken verloren. Wenn man kaltes Wasser verwendet, das muss er ja dann vorher kochen, das hatten wir schon gemeinsam festgestellt, dann reicht das eben für 3 Ladungen. Macht irgendwo Sinn, der hat jetzt ein Drittel verbraucht. Mit gekochtem Wasser, da waren es bedeutend mehr. Bedeutend mehr. Okay. Ja, das können wir jetzt ja hier mal weglegen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber ich will jetzt hier keine Sauerei veranstalten. So. Das ist ja jetzt ja alles nass. Tada, Kaffee. So, ich habe die Kamera mal neu positioniert. Also das bekommt ihr jetzt raus. Das ist, ja, ich denke mal, das ist so die typische Espresso-Menge eben. Und riecht jetzt hier auch gut nach Kaffee und ich habe mir auch schon probiert. Schmeckt, also dafür, dass es halt ein Espresso ist. Also ich muss zugeben, was ich und Kaffee, ja, da hole ich gute Bohnen und da habe ich eine Mühle und dann mahle ich das halt und dann mache ich French Press, also die Dinger, die man halt so runterdrückt. Also das finde ich ja am besten. Ja, also nichts mit Druck, nichts mit Kaffeemaschine, ja, einfach halt mahlen, rein, Wasser drauf, so gebrüht ist natürlich, super. Aber das kann man natürlich unterwegs nicht machen, das ist viel zu aufwendig. Allein schon wie in der Kaffeemühle wird es bestimmt irgendwann auch noch geben. Dann macht man hier in das Ding nur noch die Bohnen rein und dann kriegt man auch einen richtig großen Kaffee. Aber bis dahin müssen wir uns damit zufrieden geben. Also kann man sich hier sozusagen auch mal in der Bahn gönnen, zum Beispiel. Hier nochmal den Kaffee in der Nahaufnahme. Weiß nicht. Damit ihr halt die Menge irgendwie sehen könnt. Aber wie ich das schon erwähnt hatte, es ist ja auch ein Espresso. Ein Espresso ist ja mengenmäßig immer wesentlich weniger. Denn es scheitert hier, wie schon erwähnt, natürlich an der Akkukapazität, damit man entsprechend und auch an der Größe, die Maschine wäre ja dann noch größer, die bräuchte noch eine größere Heizspirale und noch einen größeren Akku, damit man dann halt auch einen großen Kaffee, und irgendwann wird es ja ein Blödsinn, wenn man dann so einen halben Koffer mitschleppt, der 8 Kilo wiegt. Das Ding hier ist noch ziemlich portabel, passt auch mal nur in den Rucksack so problemlos, es wiegt ja aber auch, hat auch echt ordentliches Gewicht, die Maschine, und daher muss man sich dann halt hier unterwegs mit dem Espresso ab, aber man kann ja auch einfach sich dann noch einen machen, danach geht ja eigentlich auch klar, da wartet man halt, ist ja für 3 Ladungen geht das ja klar, also das geht auch, halt noch eine Kapsel reinballern und dann macht man sich halt 3 Espressos und fertig, dann noch ein bisschen Milch drauf und schon hoppelt der Hase, nicht wahr? Aber ich muss sagen, dieses Vanille-Ding ist auch gar nicht so schlecht. Gut, dann werde ich mir jetzt hier noch den Kaffee gönnen. Das werde ich jetzt allerdings nicht filmen. Und ihr wisst Bescheid, wollt ihr mehr der Maschine wissen. Ich denke mal, ich habe jetzt soweit eigentlich das Wichtigste erklärt, nämlich halt, wie man Kaffee kocht und was dabei herumkommt. Wenn ihr aber trotzdem noch mehr wissen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link, wo ihr die Cisno-Kaffeemaschine halt herbekommt. Wenn ihr Fragen habt, könntet ihr natürlich auch noch in den Kommentaren stellen oder einfach im Forum unter moschus.de. Da habt ihr oben ein paar Reiter und da findet auf der Hauptseite immer einige sehr attraktive Angebote, was halt gerade wirklich günstig zu haben ist im Bereich Tablets, Smartwatches und Smartphones. Und im Forum könnt ihr, wie erwähnt, eben eure Fragen stellen. Ihr könnt auch noch beim Giveaway mitmachen. Ich glaube, das läuft heute aus, die aktuellen beiden Giveaways, wenn ich mich nicht irre. Und ihr könnt meinen Zweitkanal besuchen. Da will ich nämlich genau jetzt ein Video noch machen und heute hochladen. Aber worum es geht, das müsst ihr dann schon selbst rausfinden. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich mache jetzt noch einen Kaffee für die Katzen. Die werden sich freuen. Bis dahin. Ciao.